Another man in France was authorized for assassination, Colonel Alfred Camm. He was considered the most important mind in the German military intelligence. Camm pursued the resistance mercilessly. He'd almost wiped them out. I had to eliminate him no matter how. Camm and I had one thing in common. We always carried out a mission to the end. But this time, only one of us would succeed. It was not difficult to find Cam's unit. One only needed to follow his bloody trail. The Manhunter and his pack spent almost every night in an unsavory inn called Le Boeuf. Twice the caution is called for in the nest of collaborators, but there is nothing that cannot be achieved if one is skilled enough. Wusstest du schon, dass Camm auch den Partisanenkampf in Russland geführt hat? Ich war damals auch mit dabei. Da ging's ganz schön zur Sache. Was habt ihr denn mit den Banden gemacht? Ganz einfach. Wenn wir ein Partisanengebiet durchkämmt haben, wurde alles weggeschossen, was da kreuchte und fleuchte. Ich hab gehört, dass Partisanen unseren Leuten bei lebendigem Leibe die Augen ausgestochen haben sollen. Sei froh, dass du hier in Frankreich bist und nicht im Osten. Hier gibt es viele in der Bevölkerung, die uns helfen. Auch ohne Belohnung. Wir bekommen stapelweise Denunziationsbriefe. Die können wir gar nicht alle bearbeiten. Manchmal zeigen sich rivalisierende Banden auch gegenseitig an. Bei so vielen Briefen hat die Gestapo ja kaum Zeit, alle Anschuldigungen zu überprüfen. Überprüfen? Wozu? Kamm lässt alle sofort verhaften. Und dann konfisziert er ihre Bankkonten, Häuser, Autos, Möbel und was es sonst noch gibt. Kriegen wir auch was davon ab? Du bist ja, noch nicht lange dabei, was? So viel Spaß. Jeder muss für sich selber sorgen. Da fragt später keiner. Ich habe gehört, dass jemand Camm eine Liste gestohlen haben soll. Mit den Namen unserer Informanten drauf. Der Wirt soll tief in der Scheiße stecken. Diese Bande mit ihrem Flammenweiber. Was sind das für welche, die sie für sowas hergeben? Die hätte man schon alle als Kinder abspritzen sollen. Hauptsache, hier herrscht bald Ruhe. Ich gehe noch mal eine Runde. Geht hier vor. Bis gleich. Scheiße hier. War ja klar. Wieder nix. Now the crane should work. Wer ist da? Nichts. Was für eine Scheiße hier. There. A boat I could use to...
Good. Now I could finally cross the lake. In Kams Zimmer gucken, ohne dass er was merkt. Da geht's manchmal ganz schön heiß her. Ui, dann können wir uns ja noch ein paar Anregungen holen. Pass auf, diese Nacht wirst du so schnell nicht vergessen. They were completely right. An SS uniform. That was just what I needed. Kinder mit dabei. Ich werde das nicht mehr los. Wir hätten das nicht tun dürfen. Das war nicht richtig. Reiß dich zusammen. Wenn wir es nicht getan hätten, hätte es ein anderer gemacht. Da kannst du nichts dafür. Du am wenigsten. Wir haben sie einfach so in die Grube geworfen. Wie viel? Ich habe sie nicht hineingeworfen. Ich habe sie hineingelegt. Neun geht es oft so wie hier. Es gibt sich mit der Zeit. Trink einen Schnaps. Ich kann das nicht mehr. Ich kann nachts nicht mehr schlafen. Und was ist, wenn wir den Krieg verlieren? Dann sind wir alle dran. Kannst du nicht noch lauter schreien, du Idiot? Du denkst viel zu viel. Nimm dir lieber ein Mädchen mit aufs Zimmer und dann lass es jucken. The innkeeper's family. Apparently they belong to the resistance. Cam would be soon paying them a visit. Knapper. Die Sannis sagen, dass bald wahrscheinlich gar nichts mehr ausgegeben wird. Ich gebe dir auch noch meine Uhr. Bitte. Ich brauche es unbedingt. Bitte. Meinetwegen. Aber das bleibt unter uns. Gib's dir noch Geschichte. Danke. Und entschuldige mich. Man kommt mit einem einfach nicht. Mach dir nichts drauf.
gehört? Es gab wieder Bombenangriffe auf Köln. Gott sei Dank ist meiner Familie nichts passiert. Ein Grund zum Feiern. Den haben wir doch immer. Entweder wir begießen eine Niederlage oder einen Sieg. Gesoffen wird auf jeden Fall. Wenn wir nur auf einen Sieg trinken könnten, wären wir auch schon lange verdurstet. Könnte stimmen. Ist Kam eigentlich schon aufs Zimmer gegangen? Was hat er denn diesmal mitgeschleppt? Was weiß ich. Irgend so eine Schlampe aus dem Dorf. Wart ihr gestern wieder am Spannen in der Mühle? Klar. Mademoiselle hatte so einen Spaß gemacht. Sie konnte gar nicht genug bekommen. Wusstest du eigentlich, dass der Führer gar nicht echt ist? Was? Spinnst du? Der ist nicht der Echte. Den wir immer in der Wochenschau sehen, bei den Paraden und überall. Das ist in Wirklichkeit nur ein Doppelgänger. Quatsch. Das glaube ich nicht. Doch, doch. Der Churchill und der Stalin machen das genau. Die haben auch... Hier passiert doch sowieso nichts. Was für eine Scheiße. Spannung ist ja kaum auszuhalten. Hier passiert doch sowieso nichts. Was war das für das? So kann man sich irren. Thank you.
hoffentlich kommt ein gutes Leben. Junge, Junge. So viel Spannung ist ja kaum auszuhalten. Feuer frei! A secret hiding place. A document that apparently contained information on collaborators and Gestapo spies in this area. Perhaps it belonged to one of the girls in the resistance. I had to take it with me. It could help the French resistance.
Perfect. From here, I could finish off camp. One shot in the petrol tank would be enough to send everything up in flames. Thank you.
Mission accomplished. Cam was on his way to hell. Now I had to disappear as quickly as possible. Hans? Bist du das? Nicht.
Te rappelles-tu comment on l'a amenée ici? Nos hommes l'ont trouvée. Je ne croyais vraiment pas qu'elle s'en sortirait. Tu as immédiatement cherché un médecin. Maintenant, beaucoup d'innocents doivent en payer les frais. C'est ce que tu veux? Est-ce que ça en vaut la peine? L'avons-nous caché si longtemps pour l'abandonner à la fin? Maintenant, nous pouvons la tuer nous-mêmes. Une décision. Ces cochons de SS vont bientôt revenir et je ne veux pas faire couler le sang pour rien. On ne peut pas décider de ça seul. Je suis sûr que c'est un agent britannique. Nous devons en informer notre contact à Paris. Non. Moins il y a de personnes au courant, mieux c'est. Ils se fichent de nous à Paris. Je veux juste sauver nos gens. Reinforcements had arrived. I had to take care.